Der Ex-Partner hat mich verlassen. Was soll ich oder was kann ich tun? In diesem Video gehe ich kurz auf ein paar Punkte ein, die man vor allem am Anfang beachten sollte. Die Fehler sollte man unbedingt vermeiden. Und dann würde ich mal sagen, jetzt geht's los. Wenn der Partner sich trennt, dann ist es meistens so, dass die meisten Menschen eben hingehen und sagen, hey, ich muss meine Ex-Freundin oder meinen Ex-Freund überreden, dass die Beziehung doch noch Sinn macht, dass wir das alles noch schaffen und dass wir eben zusammengehören. Ja? Und dann kommen eben Anrufe, Nachrichten, Hausbesuche oder was auch immer. Ja? Und genau diese Sachen sind eben ja, komplett falsch. Man sollte erstmal den Ex-Partner in Ruhe lassen, weil es ist nämlich so, wenn er sich für eine Trennung entschieden hat, dann ist es eben erstmal so. Und wenn man dann hingeht und sagt, ja, ich liebe dich noch, bitte komm zurück, dann sind das alles negative Punkte, weil du deinen Ex-Partner in der Zeit nervst. Und deshalb solltest du den Kontakt auf jeden Fall erstmal für ein paar Tage vermeiden. Ja? Nimm als Richtwert 5 Tage, dass du mindestens 5 Tage wirklich den Kontakt komplett abbrichst. Ja? Keine WhatsApp-Nachricht, keine SMS, keine Anrufe, kein Stalken oder sonstiges. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man natürlich auch darauf achtet, was man postet. Ja? Man sollte jetzt nicht hingehen und irgendwelche Sprüche posten, wie das Leben macht keinen Sinn mehr. Einfach erstmal neutral gar nichts schreiben. Ja? Es ist besser, wenn dein Ex-Partner einfach ja, sieht, dass, weil er wird auf jeden Fall dein Profil durchsuchen und schauen, was du postest, dein Profilbild bei WhatsApp gucken oder was auch immer, ja, auch wenn er dich blockiert hat. Das ist alles gar nicht schlimm, denn das kann sich alles noch zum Guten wenden. Das Problem ist nur, dass die meisten eben die größten Fehler machen. Ja? Aber das ist gar nicht schlimm, selbst wenn du ein oder zwei oder auch alle Fehler gemacht hast, dann kannst du es trotzdem schaffen, deinen Ex-Partner zurückzugewinnen. Trotzdem ist es wichtig, dass du dich eben jetzt daran hältst, dass du eben wirklich keinen Kontakt zu deinem Ex-Partner aufbaust. Und für die weiteren Schritte kann ich dir natürlich dann auch helfen. Ich habe ein Formular auf meiner Seite, wo du eben eintragen kannst, wie lange ihr zusammen wart, was der Grund war für die Trennung, wie lange es her ist, seit ihr auseinander seid und so weiter. Also Fragen. Und da kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen und dann werde ich mich innerhalb von wenigen Stunden schon bei dir melden und dir sagen, hey, ich kann dir helfen oder hey, ich kann dir nicht helfen. Ja? Und falls ich dir helfen kann, werde ich dir die besten Strategien, die ich eben seit Jahren anwende, natürlich zur Verfügung stellen und dir eben wirklich Schritt für Schritt dabei helfen, deinen Ex-Partner zurückzugewinnen. Deshalb, wenn du das Ganze jetzt machen möchtest, ist es komplett kostenlos. Du klickst einfach unter diesem Video auf den Link, füllst dann einfach das Formular aus, bitte wahrheitsgemäß, damit ich dir auch wirklich helfen kann. Und dann klickst du auf Absenden und das ist komplett kostenlos. Das heißt, ich antworte dir dann per E-Mail und dann sage ich dir Bescheid, ob ich dir helfen kann oder nicht. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du wieder einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach meinen Kanal abonnieren. Also bis dann, alles Gute, Kopf hoch, ciao.